Seit Anbeginn der Zeiten sprechen alle Eingeweihten der geheimen Schulen in Symbolen miteinander. Noch nie gab es eine Zeit, in der die Menschen so blind und suchend umherirren wie in der aktuellen westlichen Welt. Bisher war es oftmals nur Auserwählten möglich, sich mit der Kraft der universellen Symbole zu verbinden und somit ein glückliches und harmonisches Leben zu manifestieren. Denn was heute bei vielen Menschen in Vergessenheit geraten ist, hat in Wahrheit eine elementare Kraft zur Verwirklichung der eigenen Lebensbestimmung. Die jahrtausendealten Urformen haben in allen Gezeiten den lichtvollen Menschen als Erkennungszeichen gedient und diese verbunden und vereint. Nicht ohne Grund wird heute gegen jeden Funken von wahrer Symbolik und der damit verbundenen Energie sofort eine Welle der Entrüstung und Diffamierung gestartet. Doch die wahren Urformen sind nicht zu brechen. Sie existieren mit ihrer unfassbar starken Anziehungskraft schon seit Urzeiten und werden dies auch immer tun. Das Zeichen der Freiheit, auch Zeichen der Wahrheit oder Sonnensymbol genannt, stand in allen vergangenen okkulten Strömungen für den Ursprung des Seins, für die Verbindung aller Dinge mit der Einheit und die Kraft der Liebe. Schon Pythagoras bezeichnete den Kreis als die vollkommenste Form, die alles enthält und aus der alles hervorgeht. Wie bei allen okkulten Urzeichen versuchten im Laufe der Geschichte immer wieder dunkle Mächte, diese Symbolik für sich zu vereinnahmen, jedoch ohne Erfolg. Niemand vermag es, die ständig fließende Energie der grundlegenden Geometrie zu brechen. Unsere aktuelle Gesellschaft ist die einzige seit Bestehen der Menschheit, die den positiven Wert der verbindenden Symbolik nahezu vollständig verloren hat. Doch es liegt an uns selbst, dies zu beenden. Das Zeichen der Freiheit hat eine immense Wirkung auf den Zusammenhalt aller Freigeister. Dies zeigte sich zuletzt bei den großen Demonstrationen im Jahre 2020 und 2021, bei denen sich Zehntausende vereinten, um ein Zeichen zu setzen. Doch auch in allen vergangenen Jahrhunderten hatte diese kraftvolle Symbolik den exakt gleichen Effekt. Man kann ein so starkes Element nicht neu erfinden. Man kann es nur wieder ins Bewusstsein der Menschheit bringen. Wenn die Zeiten in der materiellen Welt gefährlicher und unsicherer werden, ist eine Besinnung auf die Ursprünge des menschlichen Seins und die damit verbundenen Zeichen von immenser Bedeutung. So suche sich jeder Einzelne die Symbolik, die seine Schwingung erhöht und ihn mit der Quelle verbindet. Das Zeichen der Freiheit wird weiterhin beständig all jenen den Weg weisen, die sich seiner wahren Kraft öffnen.